So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor das Video beginnt, freut mich nochmal hier so. Ist, finde ich, glaube ich, doch persönlicher. Bedanken für 35.000 Abonnenten. Sorry, wenn die Audioquali jetzt auch noch nicht so gut ist, weil ich habe hier kein Mikrofon. Ich muss hier reinreden, glaube ich, dass ihr eine gute Quali habt. Wirklich, Jungs, danke für 35.000 Abonnenten. Durch das Video mit Rakes sind gestern 35.000. Sind gestern 500 Abonnenten rübergekommen von Rakes und haben den Kanal abonniert. Dankeschön wirklich für 35.000 Abonnenten. Dann machen wir jetzt noch schnell den Top-Kommentar, wenn wir schon dabei sind. Und zwar von Marcio04. Er schreibt, ich gönne es dir so sehr, dass du mit einem großen YouTuber aufnehmen kannst. 204 Likes, also wirklich danke Jungs an jeden einzelnen Supporter, der mich seit Monaten oder jetzt schon vielleicht seit ein, zwei Jahren supportet. Ist nicht selbstverständlich, danke euch, Grüße gehen raus, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins Video, let's go. Okay Jungs, hier sind wir jetzt mit einer besseren Audioqualität. Die Audioqualität gerade war ja geisteskrank schlimm. Ich muss mir echt mal so ein Mikrofon, was man sich hier dran bindet, kaufen. Und dann haben wir auf jeden Fall eine geile Audioqualität, auch wenn wir mal von da aufnehmen. Was meine ich mit von da? Ich nehme es da hinten an mein Fenster auf. Da ist die Belichtung sehr gut. Auch eigentlich die Kameraqualität, aber die Audioqualität ist dann nicht die beste. Aber nun gut, Jungs. Gestern Abend kam 125k Freepack raus. Das werde ich euch einmal jetzt einblenden. Ich habe auch ein paar Packs so geöffnet. Also ich habe 15 Packs angespart. Hatten wir da was gezogen? Ich glaube, da war ein Fail dabei, den zeige ich euch einmal ganz kurz jetzt. Oh, wir fahren durch. Bitte gönn neue Special Karte. Yo, Champions League. Och, was machen die denn in den Packs? Was machen die denn in den Packs? Ich war bei Tots oder Team of the Group Stage. Oh, der kostet 10k oder so. Was machen die denn in den Packs? Ansonsten habe ich jetzt noch das Freepack für euch, mein 125k Freepack. Und danach sehen wir uns um 19 Uhr wieder und schauen einfach mal, was rauskommt, würde ich sagen. Bis gleich. Okay, Jungs, mein 125k Freepack. Ich haue es euch irgendwie ins Video rein, wie, keine Ahnung. Aber ja, wir haben uns in den letzten 12 Tagen jeden Tag angemeldet. Kann ich euch auch nur raten, meldet euch jeden Tag an, auch jetzt wieder die nächsten 12 Tagen, um dann wieder einen Boni zu bekommen. Let's go, Jungs, wir gehen rein. 125k hört sich fresh an, würde Monte sagen. Ist leider untradable, aber naja. Komm schon, gönn ein paar Special-Karten für Ribéry, Jungs. Wir brauchen High-Rated-Stuff, komm schon. Walkout und ich bin zufrieden. Wir schauen nicht hin, ob es ein Walkout wird, okay? Wir machen es so. Oh, das ist eh Walkout, okay, das ist Totti Nomine, okay. Jungs, ich dachte Ronaldo. Ich bin ehrlich, ich war bei Ronaldo. Hey, EA, warum macht ihr so, Digga? Alles gut, Jungs, alles gut, wir skippen das Pack. Wie viele Special-Karten können sich dahinter noch verstecken? Ey, es tut gerade so weh. Ey, Mann. Ey, oh. Ja, 83er halt. Ist okay. Also, ich bin zufrieden mit dem Pack, aber es tut weh, weil... Portugal. Warum macht ihr so, ey? Warum gönnt ihr nicht einfach Frankreich oder so, dass ich überhaupt keine Hoffnung habe? Aber okay. Ich glaube, der ist auch noch, oder wäre halt auch noch 15-14k wert. Der 88er kann in die Ribéry SBC und ansonsten war's das. Aber nimmt mal mit. Ist okay. Ich bin zufrieden. Okay, Jungs, wir haben es jetzt 19 Uhr. Ich bin gespannt. Es wurde sehr, sehr viel geleakt. Sehr, sehr viel stand im Quellcode. Mein Bruder kommt rein, macht die Tür zu. Perfekt. Ja, wir haben es jetzt 19 Uhr, Jungs. Es wurde 84 plus SBC geleakt. Ich habe es alles auf Instagram gepostet. Folgt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Da heißt es genau so. Ja, The Real Paint. Also einfach wie auf YouTube geschrieben. Komm schon. Wir haben es jetzt 19 Uhr. Hallo? Hallo? Ja, jetzt. Let's go. Wir gehen rein, Jungs. Und was ist gekommen? Kim Bempe war schon, Ribéry auch schon. Uff, den habe ich ja komplett vergessen. Boah, den mit Ribéry. Wir gehen weiter. 30k Pack. Und ich glaube, mehr ist nicht gekommen. Mehr ist nicht gekommen, aber das reicht. Einigermaßen. Jungs, alter Schwede. Zeig mal her. Dembélé. 5-5. 93er Karte. 92 Abschluss, 99 Antritt, 98 Sprintgeschwindigkeit, 99 Beweglichkeit. Aber dieses 5-5 reicht schon. Das ist so krass. Den könnt ihr ja mit Ribéry zusammen linken. Was braucht man denn hier? Wir gehen rein. Erstmal ein 84er Team, 85er Team, 86er Team, 88 und nochmal 88. Der wird so 900k kosten, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Ja, ist krass, Jungs. Aber wie gesagt, wird Schweine teuer werden. Ich zeige euch mal ganz kurz mein Team, was ich denn so jetzt geplant habe. Nicht das Team jetzt im Hintergrund beachten. Das ist jetzt hier nur für Division Rivals gewesen. Aber das hier wird mein Team jetzt für die Weekend League werden. Das werde ich euch einmal jetzt vorstellen. Ja, Jungs, das hier wird mein Team für die Weekend League werden. Jeder auf Full Cam, auch Mbappé wegen dem grünen Link zu Ori. Fabinho bekommt dadurch einen grünen Link zu Van Dijk. Arnold sowieso. Alisson kommt noch raus. Hier kommt noch der... Wie nennt er sich, Jungs? Der
Tots Alisson rein, glaube ich zumindest. Ich schaue mal, weil der Tots Alisson hat mir ja nie gefallen. Vielleicht spiele ich auch nochmal einfach mit dem Gold Alisson. Der war letzte Woche gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr das Team? Ich finde es sehr, sehr nice. Ribéry wird umgewandelt zu LS. Dann hat er 7 Chemie. Und ich glaube dann, wenn er nach 10 Spielen Loyalität hat, hat er 8 Chemie. Das reicht ja. Es passt einigermaßen dann. Dann würde ich sagen, das wird mein Team sein. Die 4 Jungs hier offensiv. In-game werde ich natürlich eine andere Formation spielen. Aber so viel auf jeden Fall dann erstmal zu meinem Team. Ribéry werde ich mir, wie gesagt, später noch abschließen. Und ja, dadurch, dass die Leaks, die in Quellcode waren, nicht gekommen sind, würde ich sagen, stelle ich euch die Leaks einmal vor. Davor machen wir erstmal hier die Community Team of the Season so far, SBC. Und danach stelle ich euch eben alle Leaks vor, die heute Morgen im Quellcode waren. Okay, Jungs, wir sollten, ja richtig, die SBC abgeschlossen haben. Ich kann euch raten, einfach eine Liga zu nehmen und dann einfach drei Nationen. Ich habe jetzt hier mit England gearbeitet, Frankreich und Portugal in der Premier League. Ja, können wir absenden. Ich musste einiges kaufen. Ich hatte kaum noch was im Verein. Durch die ganzen Upgrade-Packs, die ich privat alle geballert habe. Hat sich jetzt Barnes verkauft? Ja, okay, ich habe ihn für 70 geholt. War ein kleiner Reinkomm-Flip. Ich wollte mal schauen, ob ich noch flippen kann. Ja, hat funktioniert. Sind vielleicht 6-7k Gewinn nach EA-Tags. Ich werde auch wieder anfangen mit dem Flippen, Jungs. Hab auf jeden Fall sehr, sehr Bock durch FIFA Kadabra und Bouncy bekommen auf Twitter. Sie posten jede paar Stunden, wie sie die heftigsten Icon-Flips machen. Und ich wollte mich da jetzt ein bisschen wieder rantasten. Fangen wieder wahrscheinlich auch an. Aber nun gut. Das ist ein anderes Thema. Wir gehen erstmal rein. 30k Pack. Komm schon, gönnen was, ey. So viele Special-Karten. Fahr wenigstens durch. Alles gut, Jungs. Ich brauche keine Coins für die Ribéry SPC. Alles gut. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. 83er. Das war auch. Was soll ich mit einem 83er in der 86er, 88er Ribéry SBC? Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, weil der Ribéry SBC bin ich derzeit. Ja, das ist mein Standpunkt. Wir haben das 88er Team fertig. 86er Team sieht ja derzeit so aus. Ich bin noch schauen, dass ich bauen kann. Ich wollte auch Alisson hier reingeben. Deswegen hatte ich mir den auch gekauft. Und ja, muss ich nur irgendwie auf Chemie kommen. So, warte, wir können es eigentlich zusammen direkt abschließen. Okay, Jungs, ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Ich schließe eben noch die SBC hier live mit euch ab, dann haben wir nochmal, ey, WhatsApp-Web, ne, stumm dich jetzt. Dann haben wir nochmal live ein Pack, was wir hier ziehen können. WhatsApp erstmal hier geschlossen, eben Tadic eingekauft und Müller. Und so, das gebe ich ab, ist alles untradable, bis auf Alisson, glaube ich, richtig, musste ich mir kaufen für 35.000 Münzen. Und Müller und Tadic, also wir haben ca. 55.000, 60.000 für die SBC bezahlt. Let's go. Öffnen wir 25k Pack und danach zeige ich euch mal wirklich die Leaks, die denn jetzt geleakt worden auf Twitter von Foodwatch, also es ist bestätigt. Nein, Jungs, lass bitte ganz schnell rüber auf Twitter gehen. Ich kann es mir nicht anschauen. Ich dachte in Juli wenigstens, wo viele Special-Karten im Pack sind, wird gegönnt. Lust. 78er in dem 25. Wir gehen auf Twitter, alles gut. Okay, wir sind jetzt hier einmal auf Twitter und zwar vor 15 Stunden, Jungs. Diese SBCs werden morgen spätestens Montag erscheinen. Ich sage immer noch morgen, weil morgen laufen die 81 Plus Upgrade Packs ab und die 82 bis 88er. Und dementsprechend kommen sehr, sehr geile SBCs. Einmal garantiert ein 85er bis 92er. Also mindestens 85, also es ist fast immer garantiert ein Walkout. Hier würde ich sagen, Anforderung für die SBC wird ein 84er oder ein 85er Team werden. Höher wird es nicht werden. Wenn es ein 84er Team wird, dann wird es auf jeden Fall nice. Dementsprechend gehen wir direkt rüber auf Footbin, Jungs. Wenn wir, oder wir können ja schon mal sagen, wir werden maximal ein 85er Team für die SBC wird angefordert. Würde ich jetzt behaupten, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für die SBC glaubt. Und dementsprechend werden 83er bis, ja, 85er, vielleicht auch noch 86er für die SBC ansteigen. Vor allem Schwerpunkt 84er. Egal was, wir haben schon den Zeitpunkt gehabt vor ein, zwei Wochen, wo der billigste 84er bei 8000 Münzen war. Da habe ich euch gesagt, kauft ihn unter 7000, also die 84er. Jetzt haben wir hier einen Iličić, das stimmt hier nicht ganz, er liegt bei 10k. Es ist nur ein FIFA-Bug. Den FIFA-Bug könnten wir ausnutzen, Jungs. Wenn er echt so viel kostet, wartet mal kurz. Den könnte man eigentlich ausnutzen. Wir schauen mal ganz kurz. Wenn er echt 10k kostet und bei Footbin 4000 steht, kommt er bestimmt öfter mal für 4k rein und man kann ihn sich snipen. Wir schauen mal kurz, wie viel er denn wirklich kostet. Vielleicht kostet er ja auch wirklich nur 4000 Münzen. Ah, kostet er nicht. 5000 auch nicht. 6. Ah, nein. Okay, der ist wirklich bei 10k extinct. Oder? Ja, okay, der ist wirklich bei 10k extinct. Kann man vielleicht sich den probieren zu snipen, aber ich glaube, wenn er extinct ist, dann wird es extrem schwer werden. Wäre jetzt 8-9k wert und bei Footbin würde 4 stehen, wäre es möglich, aber durch extinct kommt er ja gar nicht auf den Markt, wie wir hier sehen können, Jungs. Aber nun gut, weiter geht's, dann vergessen wir ganz schnell wieder Iličić. Hamsik liegt bei 5300 Coins, also wir sehen schon, das stimmt hier nicht mehr, Jungs, mit 4000. Der billigste 84er ist derzeit Hamsik mit 5000 schon. Und wir sehen eigentlich 4000 wert, also unter 4000 waren eigentlich die 84er. Durch die Dembele SBC sind sie jetzt schon über 5 gegangen und wenn
dann auch alle diese Upgrades kommen. Wir haben ja nicht nur die 85er bis 92er, nein, wir haben auch garantiert zwei Rare Gold Spieler 84 oder höher, also 84 plus oder ja bis 99, also da gibt es kein Limit wie bei der oberen SBC. Auch hier hingegen, gleiche wie hier, 83er bis 85er werden extrem ansteigen. Und dann haben wir noch eine SBC, Jungs, hier komme ich nicht ganz klar, garantiert 5 Rare Gold Spieler 88 oder höher. Also 5 Goldspieler kommen, die alle mindestens 88 haben. Hä? Was wird das denn für eine geisteskranke SBC werden? Was wird man da für ein Rating gebrauchen? 89er, 88er Team muss man hier für mindestens abgeben, würde ich sagen. Ich würde jetzt schätzen, 88er Team, dass die SBC so um die 200k kostet. Und da bekommt man aber nicht wiederholbar, sondern nur einmal Goldspieler, alle 88 plus. Hier steht sogar 88 plus 5 Rare Gold Players. Das ist zu krass, wirklich. Da kann man eigentlich alles einkaufen. Hier steht sogar 88 plus 5 Rare Gold Player und dann so ein Schock-Emoji. 88 plus, the area already made your money. Warum ich noch nicht angefangen habe mit den Icon-Flippen, ist auch dementsprechend ganz einfach, ich will meine kompletten Coins investieren. In was werde ich investieren? Man kann eigentlich wirklich, Jungs, in 83er bis, wenn wir diese SBC hier sehen, wo war sie nochmal, diese 5 88 plus Spieler, kann man in allem investieren. Man kann in 87er, 86er investieren. Ich glaube, das Schlauste am Ende ist, in 84er und 85er zu investieren, würde ich sagen. Also ihr seht, Jungs, schaut euch die Preise an, kauft ein, egal in was. Probiert ansatzweise, dass ihr, ja, wie gesagt, ansatzweise linkbare Spieler bekommt und kauft euch jetzt nicht unbedingt so einen Spieler ein, der in, ja, so ein Visca, obwohl er eigentlich auch ansteigt, aber schaut trotzdem, dass ihr eher in eine Liga geht oder eher Spieler kauft, die gerne mal mehr ansteigen, weil man die nochmal besser linken kann. Ich brauche euch, glaube ich, jetzt nicht mehr erzählen, wie man genau investiert. Das hatten wir das ganze FIFA lang schon. Ich kann euch nur sagen, investiert, ich werde es auch machen und wir werden extrem auscashen können. Ich kann mir vorstellen, wenn die SBCs alle morgen direkt auf den Schlag kommen, dass vielleicht der günstigste 84er morgen bei 7.000-8.000 liegt. Also Jungs, ihr habt's gehört, investiert in diese Spieler. Ansonsten würde ich sagen, haben wir noch ein Thema? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir sind fertig für heute. Wir hatten jetzt Usman angesprochen. Wie gesagt, eine sehr, sehr geile Karte. Ribéry bin ich fast durch. Wir brauchen hier noch ein 85er und ein 86er Team. Ansonsten, ja, die Upgrade-Packs, glaube ich, laufen, wie gesagt, morgen alle ab. Deswegen werden noch morgen safe irgendwas von den League-Wert 100% morgen erscheinen. Und das war's. Wir sind durch. Ich kann euch auch raten, dass ihr euch vielleicht die ein oder andere Wochenaufgabe einfach mitnehmt, die einfach zu erspielen sind, wie zum Beispiel hier ein Pope, nur um ihn dann in die Ribéry-SBC zu tun. Das mache ich auch gerade, dass ich nicht so viel Coins bezahlen muss. Und dann würde ich wirklich sagen, Jungs, war's das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, ich bin raus. Schreibt mir in die Kommentare, werdet ihr Dembélé abschließen oder nicht. Und schreibt mir in die Kommentare, auch wenn es jetzt schon gestern war, was hattet ihr in eure Free Packs drin. Dann bin ich raus, haut da rein. Morgen weiß ich nicht, ob ein Video kommt, da ich morgen Geburtstag habe, wenn spontan. Haut da rein, Jungs. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ciao, ciao. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.